Hallo ihr Lieben, ich grüße euch ganz herzlich hier bei Cosmic Matrix zum Liebesreading für diese Woche. Schön, dass ihr wieder dabei seid oder schön, dass du zum ersten Mal bei mir vorbeischaust. Das freut mich. Genau, ich habe die Karten hier schon gemischt und habe mich eingestimmt und meditiert, mich mit der geistigen Welt verbunden. Und heute sind sehr, sehr viele Karten gekommen. Also wir brauchen heute bisschen Zeit oder ich versuche ein bisschen schnell zu machen. Was möchte ich vorneweg euch noch sagen? Warte mal kurz. Ich möchte euch vorneweg noch den Workshop ankündigen oder den Abend, den wir nächste Woche Dienstag machen am 24.07. Das möchte ich euch noch ankündigen. Da gibt es einen Quantenerlebnisabend um 8 Uhr hier in München in meinem Praxisraum. Ich freue mich auf den oder die eine begrüßen zu dürfen. Einfach mal unten unter dem Video schauen oder auf der Webseite den Link anschauen dazu und sonst mich einfach fragen. Ich freue mich, wenn da noch jemand von euch dazukommen möchte und dass ich euch persönlich kenne. Da darf einige kenne ich ja schon. Ja, dann erzähle ich mal, was ich hier aufgebaut habe. Ich glaube, sonst habe ich jetzt vorneweg nichts weiter zu sagen. Nö. Wir haben immer noch nicht Ferien. Wir zählen die letzten Tage, anderthalb Wochen noch. Dann haben wir es geschafft. Die Kinder brauchen es auch. Ich erzähle mal, was ich aufgebaut habe. Also hier oben habe ich die übergeordnete Botschaft wieder mal. Dann gibt es hier drei Auswahlmöglichkeiten. Hier oben ist immer der, der zusieht oder die. Und hier unten ist immer dein Gegenüber. Egal ob männlich oder weiblich, egal in welcher Konstellation du bist, wichtig ist mir nur, dass du dich festlegst, welchen Partner du da unten gespiegelt sehen möchtest. Solltest du mehrere Partner haben, kannst du ja auch hier noch eine zweite Auswahl oder dritte Auswahl nehmen. Und mir ist es völlig gleich, in welcher Art Beziehung, Konstellation ihr seid, denn ich stelle hier die Energien dar und ja, die geistige Welt ist da eh bedingungslos und schaut einfach, was fließt zwischen euch. Von daher bin ich auch offen hier für alles und spüre einfach rein, wie es für dich passt. Ich erzähle mal, welche Steinchen wir heute haben. Und zwar haben wir hier heute den Rhodonit. Dann haben wir hier so einen orangenen Achat, glaube ich. Genau, und dann haben wir hier einen dunkelblauen Achat mit so verschiedenen Linien. Vielleicht heißt er auch nicht Achat. Ich habe die einfach alle in einer großen Steinbox drin. Und dann verzeiht mir bitte. Ich brauche die nämlich auch fürs Kinder-Yoga. Die Kinder lieben nämlich die Steine auch über alles. Genau. An der Seite hier warten noch Karten. Die werde ich nachher noch draufziehen. Und dann bin ich jetzt auch mal gespannt. Eine Karte war gesprungen und sonst, ich weiß auch nichts, was hier liegt. Und schaue das mit euch zusammen an. Genau, das Portal ist vorbei. Die Mondfinsternis kommt. Ja, der Neumond war jetzt, also es ist viel, was mit den Gefühlen arbeitet. Das Portal hat jetzt ja auch viele richtig auch geschlaucht und mitgenommen. Und mein Gefühl ist, dass die Energien leichter werden und vielleicht zeigt sich hier, was sozusagen beim Portal für neue Einstellungen in dir gewachsen sind, zu welchen Resultaten das geführt hat oder wo du einfach gerade stehst, ja, oder dein Gegenüber. Ich bin auch selber total gespannt. Und freue mich natürlich, bitte schreib mich an, schreib drunter, ob es passt, ob du dich da befindest oder was bei dir gerade abgeht. Ich freue mich sehr, es zu hören und es ist ja auch für andere gut zu hören, dass sie nicht alleine dastehen, weil ich glaube, es ging jetzt ganz schön tief ans Eingemachte heran und ich denke, da sitzen wir schon alle in einem ähnlichen Boot, vielleicht jeder ein bisschen an einem anderen Punkt, aber dass man einfach schaut, wo stehst du? Und ich freue mich total darüber, wenn ihr mir Feedback gebt, weil das ist für mich einfach auch immer wie so ein Dankeschön und auch zu hören, wie es euch geht, das ist mir sehr wichtig. Also schreibt mir einfach drunter, das lese ich alles durch, auch wenn ich nicht gleich antworte. Ich lese es aber immer. Okay, dann fangen wir mal an. Wenn du mich kennst, dann weißt du, dass ich immer so kurz was mit Augen schließen und spüren mache. Wenn du sagst, du brauchst es nicht und du weißt gleich, zack, dann spul einfach vor. Und sonst lade ich dich natürlich ein, mitzumachen. Ja, aus dem schnellen Alltag auszutreten. Schließ, wenn du magst, deine Augen, komm mal bei dir an, in deinem Körper.
Lass den Atem gern tiefer werden. Falls du es noch ein bisschen plätschern hörst, das sind meine Fische, mein Aquarium plätschert ein bisschen. Das ist aber auch sehr beruhigend. Spür deinen Atem. Nimm mal wahr, wie du sitzt. Versuch mal möglichst aufrecht zu sitzen. Arme und Beine bitte parallel machen. Handflächen kannst du gerne nach oben drehen, wie du magst. Verbind dich gut mit der Erde. Spür mal gut, wie du sitzt, wie dein Gewicht einsinkt. Und oben verbind dich zum Himmel durch einen aufrechten Rücken. Stell dir vor, du bist mit so einem kleinen Faden an so einer Wolke befestigt und bist ganz lang nach oben gelupft. Und in der Mitte entsteht ganz viel Platz für dein Herz, für die Liebe zu dir. Wenn du Lust hast und magst, kannst du natürlich auch eine Hand aufs Herz legen und eine auf den Bauch, um das mal einfach zu spüren, dein Herz. Manche spüren vielleicht auch den Herzschlag an der Hand. Ja, und wenn du willst, ruf gern deinen Engel, dein Krafttier, dein Geistführer, wer auch immer dich führt. Bitte sie, ganz nahe zu kommen. Und dann lausch jetzt die nächsten paar Atemzüge nach innen, links, Mitte, rechts. Oder rötlicher Stein, orangener Stein, blauer Stein, links, Mitte, rechts. Genau. Was hast du für eine innere Wahrnehmung? Ich berühre mal die Klangschale und du kannst einfach noch die Schultern lösen, atmen und einfach das mal genießen. Noch mal ein, aus und dann öffne gerne sanft deine Augen. Schau mal, wo dein Blick vielleicht gleich hingeht oder was du gespürt, gehört hast. Vertraue deinem Gefühl und bleib da dabei. Das ist für dich die richtige Wahl. Und dann geht's jetzt mal los. Für uns alle mit der übergeordneten Botschaft. Manchmal trinke ich was nebenbei. Falls du das hörst, lass dich einfach nicht stören. Es ist sehr warm bei uns. Genau, nur falls du manchmal was gluckern hörst oder so. Also, die erste Karte von Kraft der Weiblichkeit, alle Karten sind wieder mal unter dem Video, ist die, die ich mal angebrannt habe. die kam heute. Die Nemesis, das ist die Göttin des gerechten Zorns. Also es kann etwas geben, wo du jetzt nochmal bewusst wahrnimmst, Mann, da habe ich noch einen Groll in mir, da habe ich eine Wut in mir, ja. Da komme ich immer wieder an so einen Punkt, wo ich wütend werde. Das kann im Moment eine Rolle spielen in dieser Energie, aber Nemesis hatte auch goldene Engelsflügel und lädt dich ein, dahin durchzugehen, diese Wut loszulassen, zum Wohle des Friedens, den du dann bekommst, wenn du in dieses weise Loslassen gehst. Es tut dir nicht gut, in dieser Schwingung drin zu bleiben, sagt Nemesis, sei da einfach ja so egoistisch, dass du sagst, ich möchte mich wohlfühlen, ich will nicht wütend sein oder Groll haben, sondern eine schöne Schwingung haben. Da darfst du Nemesis anrufen. Und die Göttin Isis sagt in dieser Woche, kommen hier so eine Schalen, du siehst hier so Waagschalen, Scales of Balance, Ancient Tantra of the Soul, also es geht um Ausgleich von Yin und Yang, von Aktivität, Passivität. Ich lese auch nochmal nach, weil diese Karte hatte ich noch nicht. Und hier steht ja was von Tantra, also Tantra, Yoga und Tantra, das hängt zusammen. Da geht es jetzt nicht vordergründig um Sexualität, sondern wir schauen mal, was es heißt.
Nicht, dass du gleich denkst, oh mein Gott, was ist hier los? Wir schauen mal. Vielleicht freut der eine oder die andere sich auch. Yeah, Tantra, endlich mal. Ich lese mal vor, was es meint. Hier heißt es, du bist ein Tantriker und einer, der auf dem Pfad der göttlichen Heilung des männlichen und weiblichen nun eine Initiation erhält. Die zwei heiligen Polaritäten, die in dir existieren, möchten sich ausbalancieren im Moment. Und das Ganze ist sozusagen ein menschliches Experiment. Wie geht das mit diesen? Und das passt jetzt ja im Liebesreading auch. Da gibt es ja viel diese Themen auch mit Sexualität, mit Männlichkeit, Weiblichkeit. Wie bringe ich meine Bedürfnisse unter? Wie kann ich mich damit zeigen? Es passt eigentlich sehr gut ins Liebesreading rein. Diese Energien möchten respektiert werden und balanciert werden. Ich habe auch heute die Lilith-Karten dabei, die kamen heute auch. Geht es vielleicht auch wirklich um das Thema Sexualität heute? Wir schauen weiter. Du wirst jetzt große Kraft bekommen, Präsenz und einen heilsamen Effekt, was in die Welt deiner Seele hineinströmt und in deinen physischen Körper hier auf der Erde. Das ist sehr wichtig im Moment, was zu dir kommt. Du wirst unterstützt auf diesem Pfad, in den du dich nun ausdehnen kannst, hinzulernen darfst. Und du bekommst von Isis dazu einen liebevollen Segen. Wow, also ich bin gespannt, was es für den einen oder anderen mit sich bringt. Also es geht schon darum, auch in die Ruhe zu kommen. Also es geht um auch so eine göttliche Verbindung, Spiritualität. Und es geht wirklich nicht nur um Sexualität. Ist hier unten nochmal ein bisschen erklärt über Tantra. Es geht um die Reise deiner Seele und Ausgleich von männlich und weiblich in allem in dir. Ja. Wenn du dich schon mal mit Tantra beschäftigt hast, dann weißt du, dass das auch ein wichtiger Bestandteil beim Tantra ist. Die zweite Karte, ach das passt, das war auch heute die Tagesbotschaft, die Luna Queen kommt wieder. Also nochmal der Hinweis, dass natürlich deine Gefühle sehr berührt sein können in dieser Zeit durch all die astrologischen Prozesse, durch die Mondin, die uns hier alle begleitet. Ja, es ist sehr intensiv, auch alles zu spüren, finde ich, im Moment. Vielleicht spürst du es auch. Vielleicht gibt es auch jemanden, der sagt, ich merke hier gar nichts. Aber ich finde die Energien so stark. Also ich würde mich wundern, wenn jemand nichts spürt. Ich schaue nochmal nach, was die Luna Queen hier noch sagt. Es geht um tiefe weibliche Weisheit, die nun vielleicht auch die Männer noch mehr erreicht unter uns, die Männer oder Frauen, die noch mehr komplett in der männlichen Energie sind. Also da will dieses Weibliche jetzt einfach noch mehr ins Fließen kommen und auch eine Balance bringen. Ja, vielleicht möchte man sehr viel steuern oder überdenken erreichen. Und es geht um Fühlen. Es geht, dass wir immer mehr fühlen lernen. Wir kommen jetzt in dieses, oder sind schon im Venus-Zeitalter der Liebe. Und ich meine, die Liebe hat nun mal mit den Gefühlen zu tun. Es geht auch darum, dass wir jetzt in diesen, immer mehr in diesen Zyklus des Fühlens eintreten, heißt es hier. Ja, dass wir natürlich auch das balancieren, dass wir Ruhe haben, dass wir Zeit für diese Gefühle uns nehmen. Sehr, sehr wichtig. Und ich denke, dass viele auch das gerade gesundheitlich gespürt haben. Wenn man zu sehr am Außen ist, zu sehr in Aktivität, in den Portaltagen wurde man auch komplett gebremst. Also man wurde sozusagen ja gezwungen, ins Fühlen zu gehen. Du darfst jetzt nochmal in dich hineinschauen, wirklich allem, was von innen kommt, vertrauen, es möchte ein komplett neuer Zyklus in dir anbrechen oder in deinem Gegenüber. Lass alles los, was praktisch jetzt nicht mehr passt, wo du sagst, ich will das kontrollieren und steuern. Es funktioniert jetzt einfach nicht mehr. Es kann sich jetzt auch viel an dein Gegenüber richten. Es geht um das Vertrauen in tiefste Gefühle. Ich habe jetzt immer noch mal ein bisschen reingelesen. Dann schauen wir von den Seelenpartnern rein. Du bist grenzenlos. Also es geht hier wirklich um eine Erweiterung dessen, was du von dir für möglich gehalten hast zu sein. Du bist viel mehr, als du glaubst. Also du siehst hier das ganze Universum leuchten. Du siehst, du bist alles. Du kannst alles sein, was du willst. Das kann sich jetzt an dich wie an dein Gegenüber richten. Ihr seid grenzenlos. Es geht um Befreiung.
Es geht um Grenzen sprengen und es geht ganz viel um Loslassen von was du denkst, wie du sein sollst, was man dir gesagt hat, was richtig wäre. Vergiss das alles und lass dich go with the flow. Es ist ein viel, wie soll ich sagen, deine Seele hat einfach die Freude darin, sich immer wieder neu zu entdecken und zu erweitern. Das ist der Sinn, warum wir hier inkarnieren. Immer wieder erweitern, erweitern, dazulernen, beengende, starre Strukturen hinter uns lassen. Ja? Deine Engel laden dich ein, diese Weisheit zu begreifen, dass du grenzenlos bist. Und dann begleitet uns noch jemand von Keepers of the Light. Ah, jetzt haben wir den Odin. Der Odin, der hat ja hier diese Rabenflüge, wie du siehst. Hier fliegen auch Raben, also der geht mit den Raben. Und es geht um Hellsicht, ja. Der hat ja ein Auge beschädigt, sage ich jetzt mal. Er kann sehr gut in die geistige Welt sehen. Und so ein Göttervater hier, dein drittes Auge öffnet sich nun immer mehr, sehe die Wahrheit als das, was sie ist, folge immer mehr der Intuition, passt sehr gut zu der Mondin, zu der Luna-Energie, immer mehr zu fühlen und dem zu vertrauen und einfach loszulassen. Also das geht um ein spirituelles Erwachen, es geht um eine Befreiung und es geht hier auch um Sexualität, um ja, einfach, das ist ein ganz großes Thema, spüre ich hier. Das ist ein riesiges Thema, was uns alle natürlich bewegt, was wir in unserem Leben immer spüren. Und die Menschen, die eh sehr angebunden sind an den Himmel, an die Engel, an, ja, an frühere Leben, an Sternenwissen, wissen, dass ganz vieles, was wir hier so beigebracht kriegen, nur ein Prozentsatz von dem ist, was möglich ist. Genau, von daher erweitere dich jetzt, lass zu oder schau, vielleicht ist es auch dein Gegenüber, vielleicht sind ganz neue Dinge möglich. Wir schauen jetzt in die Einzelbotschaften. Ich finde, es klingt jetzt hier super. Passiert ganz viel, hab Vertrauen. So, jetzt können wir mit dem Reading schon aufhören. Nein, Quatsch. Ich finde es echt krass, wie stark schon immer die übergeordnete Energie ist. War auch gestern so. Dann beginnen wir mal mit den Einzelbotschaften und starten mit dem Rhodonit jetzt bei dir. Also wir beginnen mal mit den Drachenkraftkarten. Da kommt die Unschuld bei dir, die Karte. Ich bin ein reines und vollkommenes, unschuldiges Wesen des Universums. Ja, bei dir wird im Moment ein Gedanke der Schuld getilgt sozusagen. Also da wirkt auch die göttliche Gnade. Etwas in dir darf heilen, kann jetzt auch ganz viel mit dem zweiten Chakra zu tun haben. Du bekommst so eine Reinheit zurückgeschenkt. Du erkennst, dass du immer unschuldig warst. Ja, Schuld ist etwas Menschengeschaffenes. Ist eine ganz niedrige Schwingung und du wirst jetzt davon befreit. Oder vielleicht hast du auch andere Menschen angeklagt und für schuldig gehalten. Deswegen lächelt mich jetzt gerade nochmal die Göttin des gerechten Zorns an. Ja, da befreist du dich im Moment von einer schweren Energie, sei es Groll, sei es Wut, sei es Schuld oder Scham. Da geht jetzt im Moment was raus und du kriegst das Licht wieder, das Leuchten wieder, die Reinheit wird in dir wieder hergestellt. Sehr, sehr schön. Da kannst du natürlich mehr Leichtigkeit wieder erleben. Und das kann, ja, du wirst wahrscheinlich wissen, um was es geht, wo du dieses Thema hast. Vielleicht begegnet es dir auch im Außen. Manchmal sind einem Dinge nicht klar und man projiziert es komplett und meint immer, das sind die anderen. Du kannst mal spüren, ob Thema Schuld ein Thema ist bei dir. Und ja, vielleicht zieht es sich auch ahnentechnisch durch. Also da erkennst du viel und befreist dich und gehst weiter und weiter und erkennst auch, dass es Schuld nicht gibt. Maria Magdalena sagt zu dir, Verrat wird geheilt, ja, du hast wahrscheinlich Verletzungen erlebt, wo du das Gefühl hast, verraten worden zu sein, enttäuscht worden zu sein, im Stich gelassen worden zu sein, belogen worden zu sein, betrogen worden zu sein. Da möchte dein Herzchen jetzt heilen, du darfst da jetzt nochmal ganz viel ziehen lassen, loslassen, einfach wieder in die Leichtigkeit, in die Freude kommen und sehen, ja, da sind Herzenswunden, da passiert jetzt Heilung. Und das Schöne ist, wenn wir in dieses Loslassen gehen, dass wir dann sehen, dass wir immer rein waren. Also das erkennst du dann, wenn du deinen Blickwinkel wechselst, wenn du es wirklich losgelassen hast.
dann ändert sich deine innere Sicht und du kannst viel mehr Freude wieder erleben. Dann kommt noch die Lilith. Ich habe ja gesagt, die haben heute hier mit Karten um sich geschmissen. Wir schauen, was die Lilith für eine Botschaft hat. Hier kommt die Karte Vertrauen. Rote Lilith. Lilith schickt dir Vertrauen. Ich lese dir mal vor. Es gibt hier weiße Lilith, rote Lilith, schwarze Lilith. Und ich lese dir vor, was diese Lilith zu dir sagt. Ich muss jetzt mal schnell das Heftchen. Ah, hier ist es. Und zwar mal die Nummer 21. Und ich schaue, was diese Lilith zu dir sagt. Vertrauen, Thema Gaia, rote Lilith. Vertrauen, ein Zauberwort für die Seele, die sich nach Geborgenheit und Liebe sehnt. Ein Zauberwort, das allerdings mit Enttäuschung enden muss, sobald es falsch ausgerichtet wurde. Worauf du vertrauen kannst? Mit Gewissheit nicht darauf, dass irgendetwas so bleibt, wie es gerade ist. Auf die Liebe kannst du vertrauen, jedoch niemals darauf, dass sie im jetzigen Zustand statisch verharrt. Klingt jetzt ein bisschen sehr klar, finde ich. Richte dein Vertrauen auf die sich stets verändernde Lebendigkeit des Lebens aus. Von dieser Dynamik lass dich begeistern, berühre den Stamm eines im Frühling erwachenden Baumes und du wirst verstehen, was ich meine. Also es meint praktisch, dass das Leben immer im Wandel ist und dass du, wenn du das erkennst, dass nichts so bleibt, dass das auch eine spirituelle Erkenntnis ist, dass das auch tröstlich sein kann, dass Dinge sich wandeln. Mein Gefühl ist, wenn es hier um eine starke Verletzung geht, kommt drauf an, wo du da gerade stehst, dass du irgendwann am Ende erkennst, ja klar, nichts bleibt, wie es ist. Und das möchte ja jeder, wenn man einen sehr schönen Moment erlebt, den festhalten. Das ist ja auch ganz verständlich. Aber wie gesagt, alles fließt, alles verändert sich. Und das Vertrauen in diesen Zustand des Fließens zu finden, darum geht es. Dass dein Vertrauen wieder gestärkt wird in die Prozesse des Lebens. Wir schauen mal, was noch kommt von diesen schamanischen Karten. Da kommt die Sonne, empfange das Geschenk deines Vaters. Hier ist ein Kind und die Sonne scheint. Man sagt ja auch, die Sonne ist die männliche Energie. Vielleicht hast du Themen mit deinem Vater, wo etwas in Heilung gerät, etwas von deinem inneren Kind. Und hier sieht man in dem Jungen, die Sonne wieder leuchten, der trägt die hier im Herzen. Also du trägst, wenn du verzeihst, die Liebe immer in deinem Herzen. Und wenn du Themen mit deinem Vater hast, wo du dich vielleicht auch als Kind schon verraten, verlassen, gefühlt hast, was dir jetzt auch im Außen immer wieder begegnet ist, dann geht es vielleicht um dieses Thema, einfach dieses sich von Anfang an geborgen, gewünscht, gehalten zu fühlen. Und vielleicht bekommst du da jetzt wieder diesen Zugang zu deiner inneren Sonne, indem du da verzeihst und loslässt. Also es ist schon sehr spirituell. Es geht um die Liebe dahinter, dass dein Vater innerlich immer bei dir ist oder die Liebe ist immer bei dir. Vielleicht hattest du auch Themen mit deiner Mutter. Es geht hier um die männliche Energie in dir. Vielleicht fehlt dir die. Ja, ist ja häufig so, dass die Männer immer abwesend waren, arbeiten mussten, im Ausland waren. Ja, und vielleicht hast du da Themen. Und da möchte jetzt auch eine Heilung passieren, spüre ich, ein Verzeihen, ein Loslassen. Ich kann auch gerne nochmal schnell in das Heftchen schauen, was da drin steht. Vielleicht ist es für dich sehr wichtig. Ich lese es dir mal kurz vor, wird dann zwar ein bisschen lang, aber für den einen oder anderen kann es ja hier sehr wesentlich sein, manche Wörter. Empfange das Geschenk deines Vaters. Jeder hat einen leiblichen Vater, dessen Existenz den Lebensweg prägt. Dein Vater hat dir den Samen für dein Leben geschenkt. Somit war er an deiner Entstehung beteiligt. Er hat einen Teil seines Lichts in diese Welt gegeben. Befruchten zu schöpfen ist auf der höchsten Ebene der Seele eines der wertvollsten Geschenke. Das höchste Seelen-Selbst deines irdischen Vaters weiß genau, welches Geschenk er in diesem Moment an deine Seele weitergegeben hat. Dem irdischen Vater übergeordnet gibt es dem Allvater die männliche Schöpferkraft des Lichtes. Die Sonnenkraft wird diesem männlichen Aspekt ebenso zugeordnet wie der Samen, der befruchtet. Der Allvater, also Gott oder das Männliche, glüht als Funke in jedem Menschen dieser Welt, also auch in dir.
dass du auch in dir dieses Göttliche entdeckst und wieder zulässt, ja, das Männliche in dir heißt, das passt ja schon sehr gut zu dem Auftakt in dieser Woche, zu der übergeordneten Botschaft. Es geht um neue Aspekte deines Lebens, die du erkennen kannst, um Verhaltensweisen zu klären, Sehnsüchte aufzulösen und einfach die Weisheit des Göttlichen in dir wieder fließen zu lassen und Dinge zu erkennen. Das ist wie eine Reise, auf die du dich jetzt begibst und dass du Informationen in der nächsten Zeit erhältst von deinem ja, inneren göttlichen Vater sozusagen. Dann haben wir noch eine Botschaft für die Liebe. Ja, etwas braucht noch Geduld. Etwas, also ich habe auch das Gefühl, du wartest lang, du kennst das Warten. Und ja, das hat sozusagen auch ein göttliches Timing. In der Zeit passiert Heilung, in der Zeit, wo du wartest. Die Engelchen sind hier im Wald, vielleicht hilft dir auch Natur. Ja. Manche inneren Kinder warten und warten und dann erleben sie später auch immer mit dem Partner so dieses Warten und Warten. Ja, das kommt mir jetzt gerade so. Kannst ja mal schauen, ob da eine Versöhnung geschehen kann, eine Heilung, ein Loslassen. Ja, ganz tief auf der Gefühlsebene. Du bist ja eh immer mit allem verbunden. Die Sache ist nur, dass wir es irgendwann erkennen und zulassen und in uns diese Verschmelzung wieder herstellen können. Das ist ja, was Heilung ausmacht. Genau, ihr Lieben. Dann schauen wir jetzt mal zu eurem Gegenüber. So, was ist denn da los? Hoffe, du hast dich festgelegt, wenn du da meinst. Da kommt die Herausforderung, Abhängigkeiten bestehen sozusagen. Also, dass dein Gegenüber sich von Dingen abhängig fühlt oder von Menschen um ihn herum, also jemand, der sich abhängig fühlt, es fühlt sich auch nicht frei. Da gibt es natürlich auch Themen und hier unten steht, ich lerne mich und meinen Geliebten wertfrei anzunehmen, wenn wir Abhängigkeiten bei uns feststellen. Diese zu erkennen und sie uns einzugestehen, ist ein wichtiger Schritt beim Lieben lernen. Mich meinem Partner mit allem zu zeigen, ohne mich dafür zu schämen, führt in eine tiefe Selbstbegegnung. Für mich selbst Verantwortung zu übernehmen und zu mir zu stehen, wird dazu beitragen, die Illusion unserer inneren Unvollständigkeit aufzulösen. Also auch da gibt es Erkenntnisprozesse bei deinem Gegenüber. Du wirst wahrscheinlich wissen, welche Abhängigkeiten das sind. Das können emotionale von bestimmten Menschen sein, von ja vielleicht finanzielle Abhängigkeiten, also Dinge, wo man praktisch meint hier, man kann sich da nicht rausbewegen oder man braucht es unbedingt und dahinter verbirgt sich natürlich auch immer ein Schmerz, etwas, was man nicht sehen mag oder kann, aber mein Gefühl ist, dass es hier in ein Erkennen geht, wo man sagt, ja, ich brauche das, weil, ja, schau mal nach, wie ihr damit umgeht und vielleicht ist es auch eine Schuldthematik, wo man nicht fühlen möchte, dass man vielleicht Schuldgefühle hat, ja, die sind sehr unangenehm zu fühlen und weil das bei dir aufgetaucht ist, das Thema, vielleicht, du wirst jetzt wissen, worauf sich diese Abhängigkeit bezieht, also es können natürlich Süchte tatsächlich sein, Substanzen, bestimmte Handlungen, es gibt ja sehr viele verschiedene Süchte, wo man einfach nicht drankommt an den anderen, wo der irgendwie wie weg ist. Du wirst es wissen, um was es geht. Es kann natürlich sich tatsächlich um Sexsucht handeln. Das kann so komplett in so eine Richtung auch gehen, dass man sagt, ja, man braucht da 3, 4, 5 Leute und du bist vielleicht eine Person davon und ohne das geht's nicht. Du wirst das wissen, um was es bei deinem Gegenüber geht. Es hat viele, wie soll ich sagen, viele Spielmöglichkeiten, viele Möglichkeiten. Ja, und natürlich die Heilung kann erst geschehen, wenn man hinschaut und wenn man schaut, warum braucht man das, was steht denn dahinter, das braucht Mut und die Energien sind aber im Moment so, dass man dazu sozusagen gebracht wird, dahinter zu schauen, hinter die Fassade, hinter die Illusion. Dann kommt von deinem Gegenüber noch eine Botschaft, ja, die ist rausgesprungen, es hat mit Hochzeit zu tun bei euch, also mein Gefühl ist, weil die ist auch gesprungen, dass du deinem Gegenüber schon sehr, sehr wichtig bist. Die Sache ist natürlich, wie nah lässt dein Gegenüber dich an sich heran? Im Herzchen, aber die Seele sagt ja, eigentlich sind wir uns ja sehr, sehr nah und ich möchte das unbedingt mit dir. Sehr, sehr spannend, weil die ist mit so einem Schwupps hier rumgesprungen, die Karte. Und
Vielleicht ist dein Gegenüber sogar mit dir verheiratet, keine Ahnung, oder dein Gegenüber ist auch noch verheiratet und das ist die Abhängigkeit. Du wirst das wissen, dass man nicht aus einer Beziehung rauskommt, obwohl mein Gefühl ist, dass diese Karte Hochzeit sich auf dich persönlich bezieht und dir sagen will, ich fühle mich mit dir ganz, ganz gut, aber ich habe noch Abhängigkeiten. Ich komme da gerade nicht raus oder ich erkenne sie immer mehr. Ja? Wir schauen mal hier, Heilungskarte, was da kommt, da kann jetzt alles kommen. Hier, dein Gegenüber darf um ein Wunder bitten, du darfst natürlich auch für dein Gegenüber um ein Wunder bitten und es ist eine Heilungskarte. Also, dass man sagt, es gibt das Göttliche, das lag ja bei dir auch drin, diese Sonne, diese Vaterenergie, wirklich den lieben Gott zu bitten, ja, um ein Wunder oder die Engel wegen mir. Wenn man nicht mit Gott spricht, da ist ja jeder anders, mit wem er spricht, bittet um ein Wunder. Ja, es darf ein Wunder kommen. Und wenn diese Karte hier kommt, heißt es auch, man ist so ein Stück weit an so einem Punkt, wo man sagt, ich weiß nicht mehr weiter, ich brauche jetzt hier wirklich ein Wunder. Vielleicht ist es auch das, was sich öffnet, dass man sagt, alles, was ich probiert habe, klappt nicht. Ich komme davon nicht los. Ich komme von der Person nicht los. Ich komme von dem Stoff nicht los, wo man nach abhängig ist. Ja? Und dann bitte, bitte um ein Wunder. Also für Süchte speziell ist auch Erzengel Raphael sehr, sehr gut, wenn das für euch wichtig ist. Der ist überhaupt ein heiler Engel. Der ist gut für Abhängigkeiten emotionaler, körperlicher Art. Den kannst du auch immer einfach bitten, und dann den Wunsch wieder loslassen. Eine Botschaft an dich. Weil ich dich liebe, erfülle ich dir von Herzen gern deine Wünsche und Bedürfnisse, sofern es in meiner Macht steht. Okay. Da möchte ich jetzt mal ins Heftchen schauen, weil mein Gefühl ist, dass dein Gegenüber ja auch irgendwie ganz schön arg mit sich selbst beschäftigt ist und wie soll ich sagen? Also man möchte aus dem Herzen dir die Wünsche erfüllen. Ja, man möchte das so fern, wie man kann. Also es gibt halt Themen, wo man einfach auch selber noch nicht kann. Man kann zwei Auslegungsmöglichkeiten von dieser Karte machen. Es gibt etwa eine Verweigerung, in die man geht, wenn jemand einen um etwas bittet, dass man das Gefühl hat, das ist so eine Art Befehl und dann verweigert man sich. Das ist jetzt hier eine Art der Auslegung, so eine passiv-aggressive Weigerung. Also dass man, wenn der andere eine Bitte ausspricht, einfach schon das Gefühl hat, man ist im Zugzwang, man muss das jetzt machen, man kann nicht Ja oder Nein sagen. Also einfach ein schlechtes Gefühl für sich selbst, ob man es wirklich will oder nicht. Mein Gefühl ist, man fühlt sich da nicht so richtig. Das kann jetzt ein Thema sein und jetzt noch die andere Auslegung. Eine Beziehung wird nicht von inneren Kindern geführt, also die spielen ja natürlich auch immer mit rein, sondern von Mann und Frau. Sorge dich deshalb für dein inneres Kind, gib ihm, was es braucht, denn du liebst dich ja auch selbst. Diese Karte gilt also auch für dein inneres Kind oder für das deines Gegenübers. Mit dem Satz, sofern es in meiner Macht steht, endet ja dieser Satz auf der Karte. Und alles, was leicht geht, was vom Herzen kommt, kann man tun. Und alles, was die eigene Freiheit und die eigene Würde bedroht, steht sozusagen nicht in der Macht. Aber mein Gefühl ist, dass auch irgendwelche Süchte oder Abhängigkeiten oder Themen, wo man noch selbst der Heilung bedarf, auch natürlich dem im Wege stehen können, hier deine Wünsche zu erfüllen. Ja, man soll bitte prüfen, ob der Wunsch des Partners berechtigt ist und auch nicht zu viel aufbürdet. Also es geht hier auch, wie soll ich sagen, es geht gut darum, sich mit sich selber klar zu fühlen, sich überhaupt wahrzunehmen und es hat viel mit dem inneren Kind und auch mit Schuld zu tun. Wenn ich jetzt Nein sage, bin ich dann schuld, weil ich ein Nein gesagt habe. Also Thema Schuld darf bei euch beiden einfach mal mehr wahrgenommen werden und in die Heilung gehen jetzt. Also macht euch frei, weil es gibt noch viel, viel mehr, was auf euch wartet. Und Odin nimmt dich auch an die Hand und wird dir Einsichten gewähren oder deinem Gegenüber. Also ganz, ganz schön. Es gibt jetzt mehr Ausgleich. Man kann erkennen, dass sich erstmal jeder um sich selbst kümmert und jeder ganz bei sich bleibt. Und sich auch um sein inneres Kind erstmal sorgt. Das kann man nicht vom anderen verlangen, ja. Genau.
Genau, nehmt eure inneren Kinder mal liebevoll in den Arm. Ich lege euch jetzt noch eine von diesen Power-Fragen drauf. Die eröffnen immer so ein ganz neues Lösungsfeld, so einen anderen Blickwinkel. Ja? Bin gespannt, was für euch für eine Power-Frage kommt. Ich glaube, das Reading wird heute lang. Irgendwie. So, aber das ist okay. So, ich habe zwei, die mich hier anblinzeln. Gucken wir mal, was es ist. Nummer 1. Warum ist Spiritualität eine sinnvolle Ergänzung für mein Leben? Du bist so viel mehr, als man mit einem Blick erkennen kann. In dir schlummern noch viele Schätze, die deine Seele ans Licht holen darf. Das klingt super. Das ist eine Frage für euch beide. Und die andere. Warum tue ich nur, was ich liebe? Wenn du das tust, was dir wirklich Freude bereitet, wird dein Leben leicht und sinnvoll. Also jeder ein bisschen mehr bei sich bleiben und einfach mal das für das selber Verantwortung tragen, was man will. Ja, vielleicht ist es, dass das innere Kind irgendwie was auf den Partner überträgt und meint, der muss das jetzt machen, weil ich will das jetzt haben. So, ne? Ich habe jetzt mal so ein bisschen da mich reingefühlt und einfach, ja, wenn ich das haben will, dann muss ich mich da vielleicht selber drum kümmern, mal vorzugehen oder was auch immer du haben willst oder was ihr für Themen halt habt gerade, ne? Dann dürft ihr euch auch selber gut tun und versorgen, ja? Dein Partner ist nur bedingt wirklich für dich verantwortlich. Du bist in erster Linie für dich selber verantwortlich und dein Gegenüber für sich. Ihr Lieben, dann gehen wir mal weiter auf den nächsten Stapel. Wenn du hier diesen orangenen Stein hast, schauen wir mal deine Energien an. Die Drachenkraftkarten sagen, das Meister selbst ist bei dir, wird jetzt besonders aktiviert in dir. Also du wirst dir bewusst auch, vielleicht, was du schon gemeistert hast oder dass du so einen inneren Meister hast, der dir immer hilfreich zur Seite steht. Ich handle aus dem Bewusstsein meines inneren Meisters heraus. Also bei dir geht es wirklich so um so eine Öffnung, um so eine Weisheit, um eine kluge Art zu handeln, auch abzuwarten, zu wissen, wann man was wie sagt oder nicht handelt oder einfach mal bei sich bleibt, in der Ruhe bleibt. Also ganz schöne Energie. Auch hat mit Kommunikation zu tun, ja, wie drücke ich mich aus, wie trete ich auf oder vielleicht ziehe ich mich mal aus taktischen Gründen komplett zurück. Du wirst da in dir was meistern, da geht auch was in Heilung, das ist sehr schön. Und die Maria Magdalena sagt zu dir, was im Moment auch nochmal berührt wird, ist das Thema Sünderin, Verleugnung. Kein Heiliger ist ohne Vergangenheit, kein Sünder ist ohne Zukunft. Wir sind alle Kinder Gottes, ja? Vielleicht gibt es Themen in dir, wo du beurteilst, abwertest, was mit Sexualität zu tun hat. Vielleicht verleugnest du Bedürfnisse, vielleicht bewertest du andere Personen. Vielleicht hattet ihr gemeinsam eine Vergangenheit, was immer wieder ein Thema ist und er hat und sie hat und ich habe und warum hast du. Und es gibt ja auch so Sachen, die man nicht ausspricht, die einfach im Raum stehen. Und du wirst jetzt eine weise Handlungsweise an den Tag legen und dein Groll immer mehr loslassen können, deine Selbstvorwürfe, deine Bewertungen dir und anderen gegenüber. Hier unten steht noch drauf, ich liebe und akzeptiere mich selbst, ich folge meiner inneren Weisheit, ich bin göttlich geführt. Also du wirst immer mehr spüren, was dir gut tut, von Gedanken, von Energien. Ja, sehr, sehr spirituell. Da kommst du jetzt einen ganzen Schritt weiter. Und die Lilith kommt auch bei dir und da geht es um Erschaffen, die schwarze Lilith. Interessant, hier drüben hatten wir die 21, bei dir haben wir die 20. Habe ich aber alle x-mal durchmischt. Finde ich jetzt trotzdem interessant. Okay, ich lese dir mal vor, was diese Lilith sagt. Das Thema ist Erschaffen, Gaia, schwarze Lilith. Mit meinen Händen berühre ich mein Herz und spüre meinen eigenen Pulsschlag. Erst dann, wenn mein Herz im Einklang mit dem Herzen der Erdenmutter pulsiert, erst dann eröffnet sich mir die Fähigkeit des Erschaffens vollkommen.
Deine tatsächlichen sehnlichsten Wünsche kennst du selbst nur selten. Doch dann, wenn dein Herz den großen Einklang gefunden hat, werden sie für dich sichtbar sein. Das, was in dir leben und durch dich gelebt werden will, formt die tiefsten Sehnsüchte in dir. Wenn du diese lebst, kann alles gelingen. Wow, also es klingt mir hier stark nach Verbindung mit der Erde, vielleicht wirklich draußen sein, auch nach Schamanismus. Also wem das nichts ist, Schamanismus ist ja auch nur ein Wort, wenn du draußen bist und einfach mit der Natur bist, mit den Pflanzen bist. Ja, da muss man jetzt nicht zwingend mit einer Trommel und einer Rassel sein, um zu sagen, ich habe eine Verbindung zur Erde. Verbind dich wirklich mit der Kraft der Erde. Es gibt einen Puls in der Erde, der durch dich pulsen möchte. Und es gibt in dir Bedürfnisse, die gelebt werden wollen. Also geh da noch mehr, bei dir geht es mehr um diese weibliche Kraft. Hier ging es mehr um die männliche Kraft. Und bei dir geht es hier mehr um dieses irdische, weibliche. Ja, vielleicht darf das in deinem Leben noch mehr Raum bekommen, noch mehr gelebt werden. Ja, vielleicht bist du mehr in so ein männliches Konzept gegangen von Funktionieren, Denken, Handeln, Machen, Tun. Das Fühlen möchte sich mehr befreien und vielleicht hat es auch mit Themen der Sexualität zu tun, mit Hingabe, mit Loslassen, mit ja auch vielleicht auch mit Lust, je nachdem. Vielleicht hat es auch mit kreativem Erschaffensprozess zu tun. Das heißt ja erschaffen mit Kunst, dass etwas durch dich einfach fließt. Versuch mal wirklich in der nächsten Zeit viel rauszugehen. Wir sind hier zwar im Liebesreading, aber wir haben alle Energien, männliche und weibliche, einfach dich mal mehr auf die Erde zu legen und auch das Gefühl zu haben, ich spüre diesen Puls der Erde. Wenn du jetzt im Urlaub bist und am Strand liegst, ist das ja eh ganz einfach. Leg dich auf die Erde und spür mal durch dich hindurch die Verbindung zu Lady Gaia. Ja, atme den Puls der Erde ein und aus. Verbind dich mit dem Herzschlag der Erde. Ja, oder mach eine schamanische Reise, wenn du sagst, da bin ich offen dafür. Also da möchte sich in dir wirklich noch was öffnen mit deiner inneren Lilith. Möchte sich was befreien. Kann auch damit zu tun haben, dass du etwas in dir verleugnest, was geliebt werden will. Ja? Dann kommt noch eine schamanische Karte hier. Da haben wir hier Tier und Mensch. Finde dein Totem. Ja? Auf einer schamanischen Reise kannst du dein Totemtier finden. Kannst du dein Krafttier finden. Hier sind ja viele gezeichnet. Hier ist der Luchs, da ist der Hase. Hier haben wir die Elster. Hier haben wir ein Reh. Und es ist ganz wie Natur, also es passt jetzt hier gut zusammen, ich habe die nicht angeschaut. Es geht um so eine Kraft, die du bekommst in der Natur, ja. Du, so eine Rückanbindung und so ein, das Krafttier wird dich nicht verlassen, es wird immer bei dir sein. Es wird dich wie ein Schutzengel immer beraten und unterstützen. Vielleicht hast du da direkt mal Lust drauf, auf so eine Reise zu gehen und zu spüren, welches ist denn mein Krafttier? Was will mich unterstützen und begleiten? Oder wo stehe ich? Das siehst du auch an dem Krafttier, welches sich dann zeigt. Und was sagt es denn zu dir? Ich möchte dir helfen. Es möchte dir helfen, dich an die Hand nehmen im Umgang mit den Gefühlen, im Umgang mit allem, was in deinem Leben gerade los ist. Das finde ich eine schöne Botschaft. Dann für die Liebe nochmal direkt. Du verdienst es, geliebt zu werden. Du bist liebenswert, ja. Und da gibt es auch eine Befreiung in der Wahrnehmung. Also da geht vielleicht auch nochmal eine Wut in Heilung, ein Zorn. Vielleicht hast du mehr Themen mit der Mutter gehabt, mit dem Gefühl von angenommen und getragen sein, genährt werden, dass da wirklich deine Mutter da war und da ist und liebevoll war und einfach, ja, du dir da über die Natur diese Verbindung zur Erde holst, ganz, ganz fest. Das ist alles möglich, auch wenn du sagst, meine physische Mutter war nicht da oder ist bei meiner Geburt gestorben oder hat mich früh weggegeben oder konnte mir keine Liebe zeigen, weil du kannst das heilen. Es ist möglich, die Natur und andere Menschen bieten unglaubliche Schätze. Also wenn du zu jemand gehst, der da einfach Fachmann, Fachfrau ist, es ist so viel möglich und da kannst du dich auch erweitern. Es ist so viel Liebe da, immer. Ja, da geht bei dir jetzt auch was in Heilung. Finde ich sehr bewegend, sehr berührend, ganz toll.
Öffne dich da dafür. Und vielleicht erhältst du auch noch Träume und Einsichten, wo du merkst, wow, jetzt kann ich da in so ein Verzeihen gehen. Und dann fließt es auch natürlich mit der Liebe, mit einem Partner besser. Also mach dich da ganz mutig auf den Weg. Bei deinem Gegenüber kommt die Karte Ermutigung. In Zeiten der Ermutigung bin ich liebevoll präsent. Zuallererst schenke ich meinem Partner Verständnis für sein inneres Erleben und sage ihm von Herzen, dass ich zutiefst an ihn glaube, an die Aufrichtigkeit seiner Liebe, an seine Größe und Kraft, die vorhandenen Herausforderungen zu meistern. Dann spüre ich ihn und in die Situation hinein und erkenne, was es jetzt braucht. Wenn ich ihn unterstützen kann, helfe ich ihm, in seine eigene Kraft und Klarheit zurückzufinden. Also fühlt sich so an, als ob dein Partner sehr bei dir wäre und hinter dir steht und sagt, ja, mach dich auf den Weg. Ich finde das gut, mach dich auf den Weg der Heilung, ja. Vielleicht sagst du auch, nehme ich jetzt noch nicht so wahr bei meinem Partner, bei meinem Gegenüber, ist ja eher gerade schwierig, aber von der Seele kommuniziert ihr ja auch immer. Und dein Gegenüber nimmt wahr, auf welchem Weg du dich jetzt machst und ermutigt dich, weiterzugehen. Ja, vielleicht passiert auch bei deinem Gegenüber ganz viel, wirst du wissen, also oder wahrnehmen auch von deiner Seele. Wir schauen, was sich hier zeigt, es zeigt sich immer nur ein Teil. Von der Liebe kommt, dein Gegenüber weiß, du könntest die Richtige sein oder der Richtige. Das Herz wurde sehr berührt, man spürt, es ist was ganz Besonderes und vielleicht kennt ihr euch auch noch nicht lang, vielleicht ist es eine ganz neue Begegnung. Vielleicht war es auch nicht leicht, vielleicht hattet ihr eine schwierige Vergangenheit, jetzt schon so ein bisschen hin und her oder jeder unabhängig voneinander eine schwierige Vergangenheit. Aber dein Gegenüber spürt, Mann, da ist was ganz Besonderes, ja. Also das könnte jetzt die oder der Richtige sein. Schauen wir noch, was hier noch im Hintergrund sich zeigt. Was könnte da noch sein? Hier geht es, interessant, um ein Familienthema bei dem Gegenüber. Kann sich die Familienverschwörung zeigen? Also Kindchen steht hier alleine, guckt aus dem Fenster. Vater arbeitet, schreibt und macht. Mutter arbeitet auch, telefoniert und sitzt am Schreibtisch. Also jeder ist so miteinander beschäftigt. Keiner hat so mit dem anderen wirklich eine Beziehung. Jeder hat was. Und das könnte ein Thema sein von deinem Gegenüber. Vielleicht habt ihr beide ein ähnliches Thema. Habt euch daraufhin natürlich erkannt. Man zieht ja nicht umsonst einen Partner an. Das ist ja alles schwingungstechnisch abgestimmt. Also da, wenn diese Karte jetzt kommt, dann wird dein Gegenüber auch entdecken, Mann, ich habe auch so einige Themen mit der Familie im Moment. Ich ziehe da noch eine Heilungskarte drauf. Würde ich gerne noch eine, bitte ich mal die geistige Welt um eine positive oder eine schöne andere Karte. Vielleicht ist es auch einfach interessant, sich von Themen zu befreien, sie zu erkennen, loszulassen, mehr Balance kommen zu lassen. Wenn man immer nur arbeitet, die sind ja alle unheimlich beschäftigt und am Arbeiten. Könnte sein, dass dein Gegenüber, mich lachen zwei an, auch sehr beschäftigt ist und sehr am Arbeiten ist und immer zu tun hat. Du wirst es wissen. Das ist einfach dann ein Muster, was so in der Familie so war. Jeder wurschtelt sich so um seins, ne? Dann kommt hier, geht etwas in die Vollendung, ist eine Gnadenkarte. Hier tanzt jemand, der Baum trägt Früchte, ist geheilt. Also hier ist Besserung in Sicht, ja. Etwas geht wieder zusammen mit, wie soll ich sagen, ist fruchtbarer Boden. Die Fülle kehrt ein, etwas wird vollendet. Ein altes Thema schließt sich ab. Es geht glücklich weiter, also ihr werdet da rausgehen. Ach, wunderbar. Und was noch kommt, ist die Karte nach innen hören. Die passt auch zu Odin. Also wirklich nach innen hören, der Stimme der Seele lauschen und den Frieden reinlassen, die Liebe zulassen. Mein Gefühl ist ja auch, dass dein Gegenüber sehr zu dir schaut und sagt, ich bin da, ich ermutige dich auf deinem Weg. Ich hatte auch viele Themen. Geh mal du voran, du bist wunderbar. Und auch dein Gegenüber wird jetzt mehr auf die Gefühle achten noch und nach innen schauen und wird dann natürlich Früchte tragen dabei, Erkenntnisse haben. Und eine Botschaft noch an dich, weil ich dich liebe, darfst du auch schweigen, wenn du dein Innerstes für dich behalten willst. Mhm, schön. Man muss nicht alles bereden, zerreden. Jeder darf auch mal still sein und trotzdem ist alles gut.
Finde ich auch eine sehr schöne Botschaft, ist auch sehr liebevoll. Natürlich darf dein Gegenüber auch schweigen, wenn ihm danach ist, und muss nicht alles erklären und machen. Man kann auch einfach mal in sich sein. Und ja, und dann kann man auch seine Prozesse haben und sich dann wieder begegnen. War auch letzte Woche das Gefühl, dass wir alle Prozesse einfach haben im Moment. Und nur, dass du das jetzt weißt. Ich lege dir noch für dein Gegenüber und dich eine von diesen Power-Fragen drauf. Schauen wir mal, was kommt für euch, die hier zwischen euch arbeiten und wirken. Auf jeden Fall geht ihr hier auch einen ganzen Schritt weiter. Du auch mit der Selbstliebe und mit der Heilung der Mutter. Ja, vielleicht war die einfach unheimlich viel weg und beschäftigt. Und da fließt jetzt wieder mehr Liebe aus dem Universum. Auch da sind mütterliche Energien, die sind überall, nicht nur in der Erde. Zu dir. Dann schauen wir, was kommt. Warum, das passt ja auch, warum genieße ich die Nähe zu einem liebevollen Menschen? Ja? Erlaube dir, Nähe zu spüren und zu genießen. Wenn du Nähe erlaubst, kannst du eine erfüllte Beziehung führen. Mhm. Passt ja irgendwie auch gut, ne? So jeder wurstelt für sich und ja, dass man einfach die Nähe wieder zulassen kann. Warum liebe ich meinen Partner? Also zweimal Liebesthemen hier. Warum liebe ich meinen Partner? Es gibt eine Menge Gründe, warum du mit deinem Partner zusammen bist. Richte deine Aufmerksamkeit voller Freude auf die Liebe und du wirst sie spüren. Wunderbar. Also die Liebe kommt hier wieder zu euch beiden. Großes Thema. Schön. Dann schauen wir jetzt zu allen, die diesen Stein hatten, den blauen. Und euch wünsche ich eine schöne Woche. Freue mich über Feedback. Schreibt mich an. Hör das sehr, sehr gerne, wie es euch geht. Die Drachenkraftkarten sagen bei dir. Oh, es geht um die Transformation im Moment. Also du bist da mittendrin. In der violetten Flamme, im Loslassen, im Reinigen, in einem Umbruch. Ja, vertraue diesem Prozess, ganz wichtig. Du brauchst ihn nicht steuern, du kannst ihn eigentlich auch nicht steuern. Wehre dich nicht dagegen. Es ist wichtig für deine Seele, was passiert, denn es geht um eine Befreiung. Du gehst in die Grenzenlosigkeit hinein. Es geht um Heilung der Gefühle, Ausgleich von männlich und weiblich. Ich transformiere alte Energien in mir und verwandle sie in kraftvolle Potenziale. Wunderbar, sieht richtig gut aus. Oder ich lege sie mal hier unten hin, dann könnt ihr sie besser sehen. Und ja, könnte auch mit Sexualität natürlich zu tun haben. Das ganze Thema, wir hatten ja die Ausgleich von männlich und weiblich. Tantra, Wut, kann auch mit diesem Thema zu tun haben. Ja, fällt mir jetzt auch noch hier ein. Und Maria Magdalena, es geht um die heilige Hochzeit. Nochmal die Bestätigung, es geht um die Balance von männlich und weiblich, dass beides in dir fließen will. Finde ich sehr spannend, das ist im ganzen Reading, zieht sich das durch. Hier war das Männliche, hier das Weibliche und bei dir nochmal, halte die Balance, ja. Die Liebe will sich verströmen, lebendig sein und fließen. Meine innere Frau und mein innerer Mann fließen gemeinsam in Liebe. Rechts und links wirken im Einklang. Also in dir ist so viel gerade im Aufbrechen, was vielleicht lange Zeit fest war, wo nichts ging, wo du das Gefühl hattest, was ist los? Stehe ich im Wald? Ich kenne mich nicht mehr aus. Das ist so, wenn man mitten in der Transformation drin ist, normal. Ja. Wir schauen, was die Lilith sagt, worum es sich hier dreht. Was haben wir hier? Die geliebte rote Lilith. Haben wir eine Nucky-Die-Karte? Okay. Also, ich lese mal vor. Nehmen wir die Nummer 28. Und zwar, geliebte, das Thema ist die Urmutter, rote Lilith. Sexuelle Lust ist ein Thema hier. Ausgehend von meinem Becken breitet sie sich wellenförmig aus, bis sie jede Zelle meines Körpers erfasst hat. Die Geliebte bin ich jetzt, die rote Frau, die ihre wahre erotische Natur lustvoll lebt und genießt.
Dem Liebesspiel mit dem Geliebten gebe ich mich hin. Dies ist das Einzige, das jetzt Bedeutung hat. Also bei dir geht es um Befreiung von Lust, von Sexualität, die wieder fließen will, wo du vielleicht lange Zeit, weiß ich nicht, festgehalten hast, einen Block hattest, es pausiert hast. Und du darfst dir, machst dir ein Geschenk damit, wenn du da wieder, ja, offen wirst. Also da möchte etwas heilen. Diese sexuelle Lust ist es, die dich mit der Mutter Erde am innigsten verbindet. Willst du die Lieder der Mutter Erde hören und verstehen, was sie dir und uns allen sagen will? Dann lebe sie, deine Lust. Entdecke sie neu und lebe sie absichtslos und gänzlich frei. Wow, also bei dir geht es vielleicht um so ein sexuelles Erwachen. Und da will sich was transformieren, was mit dem Thema Lust und Sexualität zu tun hat. Finde ich sehr, sehr schön. Irgendwie passt hier alles zusammen. Ist eine sehr starke Energie diese Woche. Okay, dann schauen wir mal, was die germanischen Karten sagen. Hier haben wir, oh, das ist meine Lieblingskarte vom ganzen Kartenzettel. Die ist so schön gemalt, wie die Frau hier schwimmt. Huch, da krabbelt ja eine Fliege drüber. Gehst du mal da runter? Moment, bin gleich wieder da. Das ist so eine ganz kleine. So. Okay, jetzt ist er weg. Ich wollte sie jetzt auch nicht tot machen. Okay, also, Wasser ist dein Blut. Ja, das ist eine Gefühlskarte. Ich lese euch mal davon was vor. Ich finde die sehr, sehr süß gezeichnet. Also total liebevoll. Hat natürlich dann mit Gefühlen zu tun, Wasserelement. Ne? Ich lese euch mal vor, was diese Karte sagen will. Ist das Element Wasser? Ich glaube schon. Ja. Es geht um Erwachsensein, Wandlung, Verbindung, Herbst, Abend oder Westen, steht noch zusätzlich drauf. Botschaft: Du bestehst über 70% aus Wasser. Deine Körperflüssigkeiten sind direkt mit den Wassern der Erde verbunden. Wasser ist die erste Medizin, die dir die Schöpferkräfte geschenkt haben. Gib dich dem Fluss des Lebens hin. Die Strömung wird dich immer an die richtige Stelle im Leben führen. Die Idee, die dir die Luft im Osten gebracht hat, ist im Feuer zur Vision gereift. Es ist Zeit, dass sich diese im Fluss des Lebens verwirklicht. Wasser reinigt auf allen Ebenen. Wasser verbindet dich mit deinem Blutsahnen. Über den Fluss des Lebens kannst du mit deinen Ahnen Kontakt aufnehmen. Vieles lässt sich auf diese Art in der Ahnenlinie reinigen und klären. Das bringt dich näher zu deinem innersten Seelenkern. Hier gibt es ein Rezept für ein Reinigungsbad, und zwar das Rezept ist von Georg Schwandler. Man nimmt eine Handvoll Salz und eine Handvoll Rosmarin, ein Esslöffel Alaun, das gibt es in der Apotheke, 4 unterschiedliche Blüten und je eine Kerze in der Farbe der jeweiligen Blüte. Oh, da habe ich aber auch Lust drauf. Also man stellt sich da so einen Sud her mit so einem Blütenbad, kocht 3 Liter Wasser, seiht dann den Sud ab mit dem ganzen Rosmarin und den Blüten und dann teilt man es auf 3 Gefäße aus, entzündet die Kerzen und dann, wenn man eine Badewanne hat, soll man die nächsten 3 Tage ein Bad mit dem Sud von einem der Gefäße nehmen. Oder wenn du eine Dusche hast, dann führst du eine Waschung mit diesem Sud durch. Natürlich machst du das alles in Absprache mit deinem Apotheker. Also ich lese nochmal vor. 1 Handvoll Salz, 1 Handvoll Rosmarin, 1 Esslöffel Alaun, 4 unterschiedliche Blüten. Die Kerzen bitte nicht kochen. Die sind nur zur Deko. Ich sage das jetzt nur so, weil ihr das ja jetzt nicht lesen könnt und man muss immer alles sagen. Ich weiß das als Krankenschwester. Es gibt die unmöglichsten Sachen, die Leute tun können, wenn man nicht sagt, was man damit tun soll. Könnte ich jetzt eine lustige Anekdote erzählen? Ja. Ach ja. Oder ich erzähle sie euch einfach. Lachen ist ja immer gut. Also haben sie zum Patienten gesagt, nehmen Sie das Zäpfchen. Der hat er gesagt, das schmeckt aber komisch. Genau, fällt mir jetzt bei der Kerze auch wieder ein. Die wird natürlich nicht gekocht und Zäpfchen soll man natürlich nicht essen. Man muss das immer alles ganz genau sagen, weil es auch mit Kindern so, wenn man irgendwas sagt und wenn man nur die Hälfte sagt, kommt doch nur die Hälfte an. Ja. Okay, ach ja, Lachen ist doch schön.
Genau, reinige dich auf allen Ebenen, lasse alles von dir abfließen, was dich im Leben hindert, habe dabei keine konkrete Vorstellung, deine Seele entscheidet, was nun gehen darf, kommen alte Geschichten oder Bilder hoch, übergib alles dem Wasser. Wenn du dich gereinigt fühlst, dann dusche dich mit klarem Wasser ab, bitte das Wasser, dich mit Kraft und Energie aufzuladen. Selbst Wasser, das in der Stadt meist mit Zusätzen versehen ist, trägt die Information der Urquelle in sich. Deine Absicht weckt die Kraft, die wirkt, im Meer des Lebens ist immer alles da. Wichtig ist noch, trinke genug Wasser in der nächsten Zeit. Wiederhole diese Übung bei Bedarf. Und genau, du kannst noch mehr Infos zu dem Thema Wasser finden unter www.sabrinadengel.at. Das ist ja die Frau, die das gemacht hat, das Kartenset. Es gibt da noch mehr über das Thema Wasser. Du kannst auch Wasser programmieren, mit Kristallen versehen. Es ist ja so viel möglich. Also, ja, es geht um eine Reinigung. Es passt ja sehr gut zu der Transformationskarte. Passen alle gut zusammen. Vielleicht kannst du den ein oder anderen hilfreichen Hinweis entnehmen. Und wir schauen, was die Liebesbotschaft noch sagt. Hier kommt die Karte Trennung. Vielleicht fühlst du dich im Moment wie abgetrennt. Vielleicht ist es auch ein Thema, was sich durch die Ahnen zieht. Einsamkeit, Trennung. Vielleicht könnt ihr zeitlich nicht zusammen sein. Dein Gegenüber ist noch irgendwie mit jemand anders zusammen. Oder ist auf irgendeinem anderen Planet gefühlt von den Emotionen. Ja, das ist im Moment die Emotion und du bist in der Transformation drin. Kann jetzt im Moment so aussehen. Muss nicht heißen, dass es für immer vorbei ist, nach meinem Gefühl. Spür einfach rein. Du fühlst dich vielleicht im Moment einfach sehr einsam. Ja? Und natürlich, das Meer kann dir gut tun, der Fluss kann dir gut tun, das Element Wasser im Allgemeinen. Wenn du möchtest, kannst du dir diesen Sud, diese Mischung dazu bereiten. Ich habe direkt Lust darauf, werde mal in der Apotheke nach Alaun fragen. Ich weiß gar nicht genau, was das ist, aber ich kann das mal googeln für mich. Ich glaube, irgendwas Basisches würde ich mal vermuten. Und genau. Dann schauen wir jetzt mal zu deinem Gegenüber hin. Also bei deinem Gegenüber haben wir folgendes Thema. Da geht es um das Potenzial zur Erfüllung. Schön. Ich bin erfüllt von mir, von der Liebe und Schönheit, die mich überall umgibt. Ich öffne mich für die Fülle des Lebens, die mich nährt und durch mich hindurch fließt. Ich lasse alle Vorstellungen los und nehme neugierig und dankbar an, was das Leben jetzt für mich bereithält. Jeder noch so kleine Schritt in diese Öffnung und Hingabe erfüllt mich beglückend mit neuer Liebeskraft. So finde ich wahre Erfüllung, die als innerer Reichtum in jede Liebesbegegnung fließt und erfüllende Partnerschaften ermöglicht. Also mein Gefühl ist, auch wenn du das Gefühl hast, sich abgetrennt zu fühlen, ja, das kann ja auch aufgrund eines Verlustes zurückgehen, den du schon mal erlebt hast. Das kann sich durch die Ahnenlinie ziehen. Wie gesagt, wenn früher Kinder verloren wurden, Menschen vermisst wurden, auch wenn es verschwiegen wurde, man kann einfach dann immer noch mit diesem Gefühl rumlaufen. Ich bin getrennt, ich bin alleine, auch wenn da ein Partner ist. Ja, vielleicht kennst du dieses Thema. Ich kann nicht in innere Beziehung gehen. Ich fühle mich abgeschnitten. Ich fühle mich allein, auch wenn Menschen da sind. Also es kann einfach ein Thema sein, was sich jetzt rauslösen will aus dir. Denn bei dem Partner geht es spirituell ab, also er fühlt sich erfüllt und da gehen Dinge auf und die Gefühle fließen. Interessant. Von der Liebe kommt die Karte Flitterwochen. Das ist ja ganz, ganz konträr. Also ganz positiv. Man wünscht sich Ekstase. Man will Zeit zusammen genießen. Dein Gegenüber vermisst dich. Vielleicht habt ihr euch lang nicht begegnet körperlich und dein Gegenüber wünscht sich das aber. Und die Engel sind, es lacht mich jetzt ja auch an, die Engel sind dabei, die führen euer Zusammenkommen, ja, dass ihr ja eine schöne Zeit habt, einen kleinen Ausflug vielleicht macht, eine Reise, irgendwie Zeit findet zusammen. Also bei deinem Gegenüber ist die Sehnsucht groß. Es spürt hier ein sehr großes Zugewandtsein in deine Richtung. Von den Heilungskarten kommt die Karte Einfach nehmen. Das ist eine Verschwörung, das möchte ich euch gern vorlesen. So, insofern, wie ich das weiß, mein Thema ist jetzt, dein Gegenüber möchte nicht einfach irgendwas nehmen, weil das irgendwie mit einem Glaubenssatz belegt ist. Mein Gefühl, was jetzt hier kommt, ist, ich kann mir nicht vom Leben einfach was nehmen, das wäre schlecht. Also irgendein Glaubenssatz in diese Richtung, spür mal rein.
Ich lese euch mal vor, was das so ein bisschen meint, die Verschwörung einfach zu nehmen. Bei dieser Verschwörung glauben wir, dass die Antwort auf die Herausforderung des Lebens ist, sich einfach irgendwas zu nehmen. Also ja, man ist dann auch nicht in Beziehung mit dem anderen. Man nimmt sich einfach irgendwas. Aber was ich halt für ein Gefühl hatte, man will sich vielleicht nicht einfach irgendwas nehmen. Also irgendwas damit wandelt sich gerade. Das kann zur Erfahrung der gebrochenen Herzen bei uns und den Menschen um uns herum führen. Wenn wir diesen Weg zu weit voranschreiten, könnte es sogar leicht bis hin zu kriminellen Handlungen führen, dass man sich einfach vom anderen was wegnimmt. Üblicherweise hat ein Mensch mit dieser Verschwörung zumindest vor sich selbst gerechtfertigt, dass es einen rationalen, legitimen Grund gibt, sich einfach etwas zu nehmen. Wenn man die Entstehung dann genauer untersucht, findet man jedoch heraus, dass es zu einem bestimmten Zeitpunkt eine freie Entscheidung darüber gab, ob der Mensch Heilung als Weg ausgewählt hat oder lieber in das Muster des Opfers oder Jäger geht. Also, ehe man sich schlecht fühlt, ja, hat man das halt irgendwie wegrationalisiert und nimmt sich einfach irgendwas. Sehr interessant. Es gibt zwar Ursachen dafür, dass wir etwas einfach nehmen, aber sie sind keine Entschuldigung. Früher oder später gibt uns das Leben das zurück, was wir ihm gegeben haben. Wenn wir uns einfach genommen haben, wird uns einfach auch genommen werden. Sich zu nehmen führt zu den Gefühlen der Leere und des Mangels in einer nach unten gerichteten Teufelsspirale. Je mehr wir nehmen, desto stärker spüren wir diese Gefühle. Auf der anderen Seite erfüllt uns Geben und öffnet die Tür, um zu empfangen. Und wie sonst auch, gilt auch bei dieser Verschwörung, wir tun uns selbst zuerst das an, beziehungsweise haben das bereits uns angetan, was wir später der Welt antun. Also, spür mal rein. Es geht um jemanden, der nicht unbedingt spürt, was der Situation angemessen ist und einfach auch egoistisch ist und irgendwas macht, ohne zu merken, ob es anderen wehtut. Also einfach sich irgendwas nehmen, über die anderen hinweggehen. Und das passt jetzt auch, wenn du dann vielleicht sagst, ich gehe dann in so ein Gefühl der Trennung oder was ist hier los? So will ich das nicht. Ich weiß nicht, um welche Themen es geht und was sich dein Gegenüber genommen hat. Wir schauen mal noch, wenn diese Karte jetzt kommt, was das bedeutet. Wenn die Karte fällt, erhältst du die Gelegenheit, einen Teil deines Bewusstseins zu erkennen, der nur zu gebrochenen Herzen und Niederlagen führen kann. Diese Verschwörung stößt andere ziemlich ab. Und deshalb lebt man sie vielleicht auf eine geleugnete, dissoziierte oder sonst versteckte Weise, in der man sogar zu geben scheint. Aber nur, um auf verborgene Weise dann doch zu nehmen. Also es kann sein, dass dieser jemand sagt, ich tue doch alles für dich, ich bin doch immer da, ich mache dies, ich mache das, um vor sich selbst zu verleugnen, dass man sich vielleicht wie ein egoistisches Arschloch verhält. Und, also habe ich jetzt einfach mal so gesagt, kam jetzt so klar durch. Man möchte das selbst nicht sehen, aber wenn diese Karte jetzt kommt, dann könnte das sein, dass der ein oder andere Groschen fällt. Vielleicht auch, weil du in so eine Art Rückzug gegangen bist und in so eine Transformation jetzt kommst. Es verkleidet sich vor einem selbst. Man möchte das ja nicht erkennen, was man tut. Das ist ja auch aus einem Schmerz heraus. Und falls wir praktisch diese Verschwörung haben oder dein Gegenüber, kann das jetzt zu einem abrupten Aufwachen und mit leidvollen Überraschungen führen. Es ist wichtig für diesen Menschen, sich selbst schöpferisch zu entfalten und eine andere Haltung einzunehmen, die Eigensucht aufzugeben, wo man sich ja doch nicht wirklich beifreut. Es geht darum, auch wirklich hier aus Rivalitätsmustern rauszukommen oder andere Formen von Aggressionen gegen andere Menschen. Es geht um Konkurrenzdenken, Aggressionen. Interessant, also es hat viele, viele Muster, wo dein Gegenüber einfach sich gedacht hat, ja, zack, will ich jetzt, mache ich jetzt, brauche jetzt eine Geliebte, einen Geliebten oder zwei oder drei oder was auch immer dein Gegenüber sich, ohne es zu merken, einfach genommen hat. Jetzt wollte ich das nämlich noch ein bisschen erklären. Also das kann sogar jemand sein, der nach außen hin so einen auf Samariter macht und trotzdem von den anderen nimmt. Wo man einfach merkt so, was ist denn das? Vielleicht kennst du das. Okay, ich mische jetzt noch eine, weil so mag ich das jetzt auch nicht stehen lassen.
Ich bin auch interessiert, ob ihr da euch wiederfindet. Finde es auch interessant, dass man sagt, so stößt man ja andere Menschen von sich ab. Das ist ja ganz unangenehm. Hier kommen zwei. Es ist möglich, dass dein Gegenüber in einer Wachen geht, vielleicht auch durch deinen Rückzug. Wow, die Karte Erleuchtung kommt hier. Gnade, also hier ist ein Erwachen tatsächlich im Gange, im Hintergrund. Wow. Und die zweite Karte ist noch, ah ja, das ist noch eine andere Verschwörung, die auch hier reinkommt. Und hier haben wir die 44 und hier haben wir die 45. Das ist noch eine zweite Verschwörung. Also man hat Angst, dass Dinge, die man aufbaut, sich sowieso wieder auflösen. Also das ist jemand, der hat schon erlebt, ich habe mir alles aufgebaut, Partnerschaft, Familie, Beziehung und dann löst sie sich sowieso wieder auf. Und aus diesem Schmerz, den man in der Vergangenheit nicht verarbeitet hat, denkt man sich, na, nehme ich mir, was ich will. Ich gebe ja ganz viel, merkt ja keiner, dass ich hintenrum ein Arschloch bin. Man will das nicht mal selber merken. Ja, man denkt sich nicht, ich bin ein Arschloch, weil es geht um einen alten Schmerz. Es geht darum, ich streng mich an, ich mache ein Tour, auf der anderen Seite reißt mir jemand den Brunnen wieder ein. Und hier repariert man die Ritzen, da kommt irgendjemand, trampelt drüber weg, macht's kaputt. Das ist eine Angst vor Versagen. Es ist eine ganz krasse Form der Selbstsabotage. Auch, also das ist aus so einem Leiden heraus. Und zwar kann es ein Mensch sein, der unheimlich viel tut und macht und tut und sich reinhängt. Und dann sagt, ich tue doch alles, ich mache doch alles. Aber dabei irgendwie noch auf den eigenen Füßen steht und es, ohne es zu merken, sogar selber sabotiert. Es ist eine Verschwörung. Also da, das ist für Außenstehende wahrscheinlich sichtbar, aber nicht für den Menschen selbst, der da mittendrin ist. Man hat sozusagen im tiefsten Glauben, dass man sowieso nicht gewinnen kann. Und, es, und da geht es in die Erleuchtung. Da kommen die Dinge ins Gewahr, also ins Bewusstsein. Es wird einem bewusst, was ist da los? Was heilt da? Und das kann jetzt natürlich begünstigen, wenn du sagst, ich bin in mir, ich bin in der Transformation, ich kümmere mich um mich und dein Gegenüber mal komplett mit den Themen lässt. Also das kann das einfach begünstigen, dass dein Gegenüber in diese Erleuchtungsenergie reinkommt. Ja, ich lese nochmal gerade diese Karte, wenn die Dinge sich immer auflösen, dann kann man sich jetzt eine Menge Ärger ersparen. Man darf sich fragen, wie viele verschiedene Verschwörungen trägt man denn auch in sich? Wo schlummern die denn noch überall? Überleg dir mal, also dein Gegenüber, ob es vielleicht noch eine Unabhängigkeitsverschwörung oder eine ödipale Verschwörung oder Selbsthass oder sowas gibt. Es gibt viele Sachen, wo man einfach nicht an sich glaubt. Aber nun ist man an so einen Punkt gekommen, wo Gott einfach wieder interveniert. Wo Gott einfach sagt, ich bin da. Und man auch erkennt, ich kann das alles gar nicht steuern. Man hat sich in so eine Ecke verrannt und macht und tut und arbeitet und strengt sich an. Und an der falschen Ecke aber. Man darf auch loslassen, entspannen, auch mal mehr beten, das Universum machen lassen und erkennen, du bist doch so viel mehr, als was du bisher gedacht hast. Du bist Liebe, du bist Licht, du bist Gefühle und auch du hast spirituelle Einsichten. Du kannst so viel mehr. Es geht um eine Balance. Also diese Person ackert und strengt sich an. Und es sind auch wunderschöne Karten. Es ist auch sehr zugewandt. Also dieser jemand vermisst dich. Ist erfüllt, wenn von dir nur die kleinste Regung kommt. Vielleicht bist du so knallhart in Rückzug gegangen im Moment. Und das Ganze führt in die Erleuchtung. Also ganz viel Heilung ist im Gange und dieser jemand saß ganz schön tief drin im Brunnen. Und ich bin mir sicher, dass es für dich hier auch nicht leicht war. Und du darfst dich jetzt reinigen. Lass dich führen und lass die Sexualität, die Lust wieder fließen. Ja, ist vielleicht auch nicht einfach gewesen mit so einer Person, die so sich abstrampeln ist, um ja nicht Gefühle zuzulassen, ja? Mensch, jetzt habe ich ja aber eine halbe Stunde geredet. Okay, weil ich dich liebe und eine Botschaft, bin ich jetzt natürlich total gespannt. Bin ich auch bereit, mich auch unbequemen Wahrheiten zu stellen, meinen und deinen? Halleluja, Baby. Ja, ja. Das ist auch nicht so einfach zu erkennen, wenn man sich arschlochig verhält, gell? Also ich meine jetzt arschlochig
null als Bewertung, sondern einfach zu sehen, was mache ich denn eigentlich? Ja, wo könnte ich mit Menschen auf den Fuß treten? Wo könnte das von außen tatsächlich verletzend wirken? Und was hat es denn mit mir zu tun? Einfach mal hinzuschauen. Ja, die anderen Menschen werden es doch spiegeln, die werden es doch sagen. Einfach sich diesen Wahrheiten zu stellen und zu sagen, ich höre jetzt auf, das irgendwie blöd zu kompensieren. Ich schaue jetzt einfach hin. Mein Gott, ich bin hier ganz in Rage geredet. Okay, mein italienisches Blut gerät in Wallung. So, jetzt erlege ich euch noch hier von den Powerfragen was oben drauf. Also, die Wahrheiten rasseln rein. Denen muss man sich jetzt stellen. Ja, okay. Vielleicht auch bei euch beiden. Das wirst du wissen. Vielleicht ist es auch eine Trennung in Sicht, auch bei einem oder so, wirst du wissen. Vielleicht kriegt ihr es auch noch mal hin. Ich drücke die Daumen. Also, Powerfrage. Warum bin ich glücklich mit dem Leben, das ich führe? Wow. Öffne deine Arme und dein Herz für das Glück. Lade es jetzt ganz bewusst ein und es wird dein Leben mit Schönheit und Freude durchfluten. Schön, warum bin ich glücklich? Es wäre auch mal eine gute Ausrichtung für euch beide, mal zu schauen, was läuft denn gut im Leben? Was ist wunderbar? Was fließt für mich? Und wo brauche ich mich gar nicht anstrengen? Wo spüre ich die Liebe? Ja, wo geschieht Heilung? Wo bin ich glücklich? Was macht euch glücklich? Zweite Frage. Warum fühle ich mich in meinem Körper so wohl? Ja, Thema Lust auch nochmal, ne? In dir selbst ganz und gar zu Hause zu sein, schenkt dir ein Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit. Liebe dich selbst und das Leben wird zum Paradies. Warum fühle ich mich in meinem Körper so wohl? Ja, wow, also bei euch beiden, da geht es auch ganz schön ab, aber auch wenn es jetzt hier ganz schön intensive Energien sind, also ich urteile über gar keinen dieser Prozesse. Jeder kann sich arschlochig verhalten, wenn er vor Schmerz Dinge verdrängt. Ich beurteile das nicht, ich benenne es einfach mal. Arschlochig in dem Sinne, dass ich einen anderen damit auf den Fuß trete. Ja, weil ich den Schmerz nicht zulassen will. Und mein Gefühl ist, das Universum hat euch beide an so einen Punkt geführt, wo einfach die Einsichten jetzt kommen und wo man sich befreit, wo das innere Kind heilt, wo die Gefühle wieder fließen, wo die Balance kommt, wo auch die Wut gesehen wird und geheilt wird, ja? Ganz toll. Dass das in Gang kommt, ist super. Vertrau dem Weg. Vielleicht hast du Lust auf dieses Reinigungsrezept mit der Badewanne. Mit den schönen Kerzen und den Blütenessenzen. Klingt wunderbar. Ja, ihr Lieben, das ist auch Selbstliebe, was Schönes für sich zu machen, ja. Ja, ich drücke euch, wünsche euch eine schöne Woche. Bin gespannt, schreibt mir drunter. Passt es? Stehst du da? Oder gerade gar nicht? Hast du dich nicht gefunden? Wie geht's dir? Ja, ich drücke dich. Alles Liebe von mir und freue mich, wenn einer oder eine Lust hat auf den Quantenheilabend nächste Woche. Tschüss.